Ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, wann ich mir denn das Google Pixel Fold 2 bzw. das Google Pixel 9 Pro Fold zulegen werde. Wer auch immer auf diesen Namen gekommen ist, gehört weggesperrt. und meine Antwort darauf ist, dass ich es zumindest jetzt aktuell überhaupt nicht mehr holen möchte. Ehrlich gesagt finde ich, dass es auch ziemlich hässlich aussieht, muss ich ganz ehrlich sagen. Geschmäcker sind ja verschieden. Und ich bin generell eigentlich ziemlich enttäuscht vom Pixel Fold 2. Ich nenne es jetzt einfach so, weil das im Prinzip der Casual-Begriff dafür ist. Was ich sehr schade finde, ist, dass Google quasi den Formfaktor des ersten Pixel Fold direkt wieder verworfen hat. Denn das fand ich so geil am Pixel Fold, der Formfaktor. Das ist so ein, ja, so ein notizbuchartiger Formfaktor. Er ist ziemlich kurz, ziemlich breit. Und wenn man es aufmacht, dann direkt im Landscape-Format. Das fand ich so unfassbar geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und was Google jetzt quasi gemacht hat, ist, sie sind einfach hingegangen und haben ein schlechteres OnePlus Open gemacht. Muss man einfach sagen, wie es ist von den Specs her und so. Ist es tatsächlich schlechter als das OnePlus Open, hat aber tatsächlich so ziemlich fast exakt denselben Formfaktor des OnePlus Open jetzt bekommen. Und ich bin kein Fan. Also ich mag das OnePlus Open, nicht falsch verstehen. Aber ich bin kein Fan davon, dass sie den Formfaktor verlassen haben. Vor allem, ich liebe das Surface Duo und das Pixel Fold ist quasi ein Surface Duo 3. Das sieht man an den Rändern oben und unten, man sieht es an dem Scharnier. Ja, das alles schreit quasi Surface Duo. Das heißt, hier war so viel dabei, was mich dieses Telefon einfach hat lieben lassen. Und ganz ehrlich, das hier, wäre das hier, so wie es jetzt ist, mit besseren Specs ausgestattet, wäre das auch heute noch mein Daily Driver. So geil finde ich das. Muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich sehr cool finde, ist der Formfaktor. Und die Kameras sind auch super, da kann ich echt nichts gegen sagen. Was aber sehr störend hier dran ist, ist halt so ein bisschen ja, das Gewicht des Handys. Das hätte auf jeden Fall deutlich beschränkt werden können. Ja, ich habe ja ein Video mal gemacht, wo ich darüber geredet habe, was ich mir von einem Google Pixel Fold 2 wünschen würde. Ja, ne? Das kann man ja eigentlich direkt wieder löschen, so gefühlt. Also da haben die ja alles falsch gemacht in meinen Augen. Klar, ich glaube, die Mehrheit wird den neuen Formfaktor deutlich mehr lieben. Also dieser OnePlus Open Formfaktor ist ja geil an sich, ne? Der Formfaktor ist auch nicht schlecht, ne? Das habe ich auch nie bemängelt. Den hier, der ist halt nur cooler, besser. Ne? Aber ist wie gesagt Ansichtssache, muss man halt mögen. OnePlus Open ist super. By the way, ich nehme das Video hier gerade auf mit dem Vivo X Fold 3 Pro. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Qualität haltet. Ja. Und wie gesagt, also ich habe jetzt nicht vor, mir das neue Pixel Fold zuzulegen in nächster Zeit. Aber ihr kennt mich, die mich schon länger verfolgen. Auch wenn ich mal sage, ich werde mir etwas nicht zulegen, heißt das nicht, dass ich es mir nicht zulegen werde. Kann sein, dass ich mir das irgendwann mal, wenn ich finde, dass der Preis stimmt und ein cooles Angebot finde, dass ich mir das dann holen werde. Aber bis dato habe ich da absolut kein Interesse dran. Außerdem, was ich auch ziemlich hässlich finde an dem neuen Gerät, ist der Kamerabump. Die haben jetzt hier so einen iPhone-mäßigen Viereck hier oben in der Ecke. Das sieht einfach nicht gut aus. Ich weiß auch nicht, wieso sie jetzt diese ganze Designsprache von Google hier mit diesem langgezogenen Kameraelement so zunichte gemacht haben, weil ich meine, for real, dieses Kameramodul hier auf dem originalen Pixel Fold sieht exakt so aus wie das Kameramodul der neuen Pixel 9 Reihe. Und da frage ich mich echt, wieso sie das vom Fold jetzt umändern mussten, weil hätten sie exakt das wieder verbaut, wäre das perfekt im Einklang mit denen von der restlichen Pixel 9 Reihe. Also da habe ich echt keine Ahnung, wieso sie sich dazu entschieden haben, hier ein ganz neues Design zu verwenden, was so gar nicht zu Google passt. Aber gut, ne? Was willst du machen? Firmen machen, was sie machen, ne? Was ich sehr cool finde am neuen Pixel Fold ist, dass sie tatsächlich flache Ränder und auch matte Ränder haben. Das ist nämlich eine Sache, die ich mir sehr gewünscht hätte von dem Gerät hier. Also das finde ich sehr, sehr nice. By the way, checkt euch diese Real Leather D-Brand Skin aus. Das sieht einfach super geil aus, finde ich. Es fühlt sich nice an. Ist halt einfach echt Leder. Und es riecht immer nach Neuwagen. Das ist mir aufgefallen. Das ist so geil. Ohne Spaß, Freunde. Checkt da auf jeden Fall gerne mein Video ab, wo ich das Ganze vorgestellt habe. Kann ich nur empfehlen. Hat aber auch seinen Preis. Aber echt nice. Preis nice. Jo, da würde ich aber auch sagen,
Das war's im Prinzip. Ich wollte nur ein kleines Video dazu machen, wieso ich mir das neue Pixel Fold nicht holen werde. Zumindest vorerst auf jeden Fall nicht. Und ja, da würde ich einfach sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Es würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, mach's gut, bis dann. Ciao.